Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Ob es was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ich bin es MC MuffX. Beim letzten Mal sind wir hier aus dem Makro-Reaktor geflüchtet, nachdem diese in die Luft geflogen sind. Wir und Barrett haben hier gegen einen Monster-Roboter gekämpft und nun haben wir hier die halbe Stadt den Strom geklaut. Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Oh mein Gott, stinke ich auch nach Alpenjoghurt. Cloud! Da, komm, wir stellen uns ja das Wasser. Vielleicht auch nicht. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Okay, bis auf Wasser. Ha. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stück. Das nächste Mal, wenn wir einen Makro-Reaktor in die Luft sprengen und die halbe Stadt hier in Angst und Chaos versetzen. Okay, dann nehmen wir eine Lunchbox mit. Können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir, Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Köpfe einziehen! Hey, das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlassen. Los, weiter. Cloud sieht da unbeteiligt so zu, als wäre es ihm komplett egal. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makro-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich in Nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen. Und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Okay, wie eh und je, lasst ihr mich zurück und wahrscheinlich kommen jetzt hier wieder Soldaten. Naja, also ihr seht, Midgar legt hier in Schutt und Asche durch die Explosion. Die letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteilen, wir treffen uns im Zug. Bis später.
Aber das ist ja nicht komplett unsere Schuld. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Denn wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dass hier die Shinra-Angehörigen den Reaktor hier in die Luft gesprengt haben, um uns auch noch zu erwischen. Und jo, da ist natürlich die Frage, was steckt da genau dahinter? Klapp, klapp. Sowas hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat ja bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. So, da schauen wir uns das Tutorial jetzt mal an. Also, Materia werden über das Menü Ausrüstung und Materia eingesetzt. Setze die neue Materie in das Panzerschwert ein, das Buster Blade. Drücke Dreieck, um mit dem Einsetzen der Materie zu beginnen. Okay, Dreieck. Oben sind Materie und für Waffen und unten für Rüstungen. So, wir können jetzt hier den Slot auswählen und da können wir die heilen Materie reintun. Es erscheint eine Materie, aus der du deine Materie zum Einsetzen auswählen kannst. In diesem Fall heilen. Materia wurde erfolgreich eingesetzt. Durch das Einsetzen von Materia kannst du neue Magie und Fertigkeiten aktivieren oder deine Charakterparameter verbessern. Probiere verschiedene Materia-Kombinationen für deine Waffen und Rüstung aus, um deine Möglichkeiten zu optimal zu nutzen. Das Tutorial ist hiermit beendet. Ja, später wird es dann auch noch wahrscheinlich Materias geben, mit denen wir dann auch Stat-Boost machen können, mehr Verteidigung oder sowas. Und ihr seht, hier ist ja noch, mit der können wir aktuell nur Vita machen. Später können wir aber Vitra, Regina und Witka, also immer den stärkeren Zauberspruch, beziehungsweise Regina, einen Zauberspruch, der konstant heilt, machen. Setz sie ein, wenn's brenzlig wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay, dann bis später. Die flirtet aber schon ein bisschen sehr hart mit uns hier. Okay. Sind die von Seitengassen? Wir nehmen den Zug nach Sektor 7. Zug der Schwester. Nun gut. Also, wir haben hier eigentlich für das Gute gekämpft. Also zumindest sagen das unsere Freunde hier. Ich meine, wir arbeiten eh nur fürs Geld, aber so richtig sieht das nicht gut aus. Loveless! When the war of the beast brings about the world's end, the goddess may descend from the sky. Wings of light and dark spread wide afar. Ich kann es leider mal weiter. Früher konnte ich es mal auswendig. Die schöne Geschichte hier, die unter anderem in Final Fantasy Crisis Core eine wichtige Rolle spielt. Nö. Ich schau mich um. Die können was erleben. Wer kann was erleben? Was soll das werden, Cloud? Rauf auf den Schutz. Ja, Mädel. Ich will mich doch nur umschauen. Tut mir herzlich leid. Die macht mich gerade fertig. Hinter der Treppe ist ziemlich bröckelig. Pass auf, okay? Pass auf! Eine Bombe! Vielleicht war es doch gut, dass wir nicht da waren. Sonst wären wir jetzt tot. Ich sage, er klaut es einfach zu cool. Alle laufen, schreien weg. Er fällt einfach so runter von dem Schutthaufen. Hi. Servus, wie geht's? Hab ich mich erschrocken. So, da sehen wir das Zeichen von der Shinra. Und ihr seht, die sind wieder die Energieleitungen, die zu den Shinra. Den Shinra-Werken führen. Eigentlich logisch, oder? So. Nur ein bisschen schade, dass man hier nicht mit den Leuten interagieren kann.
Das kann nicht sein. Wieso? Unmöglich. Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Mutter. Mutter. Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud. Lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Die wohl wunderschönste Dame im Final Fantasy Universum. Sephiroth mit seinen wunderschönen langen grauen Haaren. Nein, eine furchtbare Erinnerung an ein Monster. An ein Monster, was hier scheinbar Clouds Mutter umgebracht hat. Und hier immer noch hier nach seinem Tod scheinbar ja, sein Leben hier verfolgt. Von der Gasse dort hinten aus kommt man irgendwie zum Bahnhof. Aber der Weg ist gefährlich. Wir sollten lieber umkehren. Irgendwie fühle ich mich gerade nicht so gut. Ich meine, wir sind dafür verantwortlich. Boah! Da ist das Stoppschild, da dürfen wir nicht drüber. Das ist eigentlich ein Verbrechen, was wir hier gemacht haben. So. Dann wandern wir weiter. Wir wissen nicht genau, was diese Cutscene zu bedeuten hat. Wahrscheinlich weiß Cloud es selber noch nicht. Aber wir werden es sicher noch genau erfahren. Wir wissen auch nicht, wo der Rest von unseren Freunden sind. Nicht so geplant. Ich habe ja solche Angst. Keine Sorge. Ich bleibe an deiner Seite.
Auch wenn wir es ein wenig anders geplant haben, ist das unsere Schuld. Wenn du zum Bahnhof willst, nimm die Treppe darunter zum Bodenplatz. Denn am Ende waren es doch wir, die hier angefangen haben mit diesem Chaos. Nun gut, wie gesagt, die komplette Explosion wurde ja nicht durch uns ausgelöst, aber trotzdem, die Menschen, die hier sterben oder ihre Heimat verlieren, das ist unsere Schuld. Das ist das Aus für den Bürgermeister. So. Oh, wir haben zwei Weggabelungen. Links oder rechts? Dann gehen wir erstmal nach links. Der Gesuchte darf nicht im Kopf machen. Okay, dann gehen wir nicht nach links. Man könnte es ja mal versuchen. So, und dort ist es Loveless. Beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Hier. Für dich. Hä? Huh? Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für... ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze? So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Oh. Hilf mir! Leg die Waffe hin! Langsam! Und wo soll ich sie hinlegen? Auf deinem Kopf? Können wir machen. Okay, Leute. Wir haben eine nette Blumenverkäufer hier getroffen. Die von seltsamen Geistern getroffen wird. Und wenn ich mich nicht ganz irre, diese Szene ist komplett neu. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir mal von Geistern belagert wurden. Der Blumenkorb... der ist verschwunden. Doch, da liegen sie noch. Nun gut, also alle Menschen sind weg. Cool. Man kann überall noch Menschen. Jetzt ist keiner mehr da. Nun gut, jetzt ist sie wurscht, oder? So, Fertigkeiten? Motiv. Eigentlich müssen wir warten, bis er eine Schockanzeige ist, aber okay. Jetzt sind wir in der Schockanzeige. Zack, 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 zack. Naja, da wir jetzt eh verfolgt werden,
Haben die mich jetzt eigentlich nur angegriffen, weil ich mein schönes Schwert da hab? Ich meine, halt so richtig verstecken tut's Claudia auch sonst nicht. So, da war irgendwas Lilanes. Das ist ein TP-Boost. Okay, eine Materie, die wir einsetzen können. Also Vita ist aber aktuell ziemlich wichtig, deswegen werden wir das, ich denke, jetzt erstmal wegtun, oder? Zack. Oder warte mal, kann ich das in meiner Ausrüstung tun? Das wäre natürlich jetzt meine Frage. Wartet, zack. Materie hier. Materie einsetzen. Okay, also ich kann in meiner Ausrüstung noch nichts einsetzen. So. Hier haben wir noch nichts anderes. Panzerschwert. Da werden wir eh nie was anderes reintun. Dieses Panzerschwert. Nämlich, das ist unsere Ehre. So. Ich weiß nicht, wollen wir Feuer wegtun? Der Bobus ist schon nicht. Ah, cool. Achso, das ist ja. Stimmt, das ist fürs Leben. Na. Ich lass mein Feuer. So. Da bist du ja. Haben wir dich endlich. Komm hier, Sektor 8. Denn wir haben den gesucht. Ist erledigt. Wir brauchen Verstärkung. Genug. Was habe ich denn getan? Achso, stimmt. Ich habe gerade ein paar Soldaten abgemurkst. Aber ansonsten kann ich mich, ansonsten habt ihr für nichts Beweise. Für gar nichts. Ich war gerade hier auf einem schönen Date mit meiner Flamme, einer hübschen, netten Blumenverkäuferin. Und ansonsten kann ich mir ja nichts erinnern. Darf ich mich jetzt hier eigentlich echt umschauen? Ich bin gerade überrascht, weil bis jetzt war das Spiel doch ziemlich straightforward. Bleib wo du bist, ich bin bereit. Und gab im Endeffekt, dass man noch nicht mal einen anderen Weg gehen konnte. Und jetzt auf einmal kann man sich hier umschauen, oder was? So, wir sind jetzt auch Level 8. Zack! Und jetzt schätze ich mal mein Vita ein. Ja, halten bis am erstes normale Leben. So, wir looten jetzt erstmal hier. Mal abgesehen davon, dass es nie schlecht ist, ein bisschen zusätzliche Erfahrung zu sammeln. Können wir Heiltränke auch gut gebrauchen. Einen Kraftreif. So, den kann ich jetzt nämlich hier unten ausrüsten. Aber leider keine Materie. Was macht der? Erhöht die Stärke um 5%. Ja, ich spüre so richtig. Mir sind gerade so mindestens 2% mehr Muskelmasse hier auf beiden Armen und 1% nochmal am Hirn hier gewachsen. Das spüre ich so richtig. Wollen wir da echt lang gehen? Okay, wir haben eh nicht die Wahl. Werde ich hier gerade. Kann dieser blöde Hund mal down gehen? Werde ich hier gerade mit Raketenwerfern abgeballert? Was gerade? Oh, das war vielleicht doch nicht die beste Idee. Kann ich im Kampf, kann ich auch nicht laufen irgendwie, okay. Oh nein! Die Granate ist cool geflogen. Oh, die Granate war doch madig. So, den Grenadier machen wir jetzt erstmal. Das ist der nächste Grenadier. Granatenspam hier, Mann. Ich bleib hier in der Ecke. Hier ist cool. Okay. Was lasst ihr jetzt raus? So, okay. Runde 2. Oder doch nicht? Ich drück gleich blocken. Ich drück immer noch blocken. Alter! Das Spiel ist aus. Was war das gerade? Frag mich nicht, aber ich habe gerade gekontert. Verlegen.
So! Kampfheli! Möchte gern Heli, würde ich mal sagen. Und komm, mein Blatt. Lass dir nicht entkommen! So, Magie gleich nochmal. Wir haben die alle Fluchtwege gesichert. Er bedroht die Verstärkung von allen Truppen hinter dir. So, ach, der Brunnenplatz. Da nämlich, da hat auch der erste große Fight in Crisis Core begonnen. Auch, wo man gegen so einen gigantischen Biomod kämpfen musste. Ah, oh, schön, die ist jetzt wieder nachgespawnt. Eigentlich würde ich jetzt nochmal gerne nach der Dame schauen, weil die habe ich irgendwie ignoriert jetzt. Komm schon. Schön geblockt. Also das mit dem Blocken taugt mir nicht ganz so sehr, muss ich sagen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass das Blocken echt langsam vonstatten geht. Weil, ich vergleiche das jetzt wirklich immer mit Crisis Core. Da war es ja so, wenn ich geblockt habe, dann hat es wirklich im Sekundentakt, ist es sofort das Blocken gegangen. Aber hier, das dauert immer eine Weile. Los geht's. Ja gut, vor euch Standard gegen habe ich gar keine Angst. So, laufen wir jetzt dann nochmal hinter. Weil irgendwie... Ach so, das ist ja super. Ich wollte es ja eigentlich der Arrow folgen, aber... Oh, jetzt habe ich ihren Namen gesagt. Ist ja wohl. Die Zielperson ist allein und darf nicht entkommen. Am Bahnhof ist es momentan zu gefährlich. Nun gut, dann hat sich das nicht gelohnt, dahin zu gehen. Vielleicht habe ich das auch irgendwie jetzt übersprungen, weil ich jetzt hier so blöd gelaufen bin. Habe ich da jetzt eigentlich mehrere Ziele? Ich bin verwirrt, Leute. Auf einmal habe ich mehrere Ziele. Okay, auf der Karte können wir unsere Missionen sehen. Da schauen wir mal. Zack, da ist irgendwas. Kann ich mir sogar Route anschauen, oder? Okay, liebe Leute, dann machen wir das. Wir werden jetzt dahin wandern, und zwar zu den Dächern. Doch davor machen wir jetzt nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Let's Play Final Fantasy 7. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.